bekommen habe, haben wir den, die Ersetzung im Wortlaut dann erst heute per Mail zugesandt gekriegt. Das ist erschwert das Arbeiten ungemein, da bin ich völlig dabei. Auf der anderen Seite bin ich persönlich der Überzeugung, die aktuelle Situation und auch die bisherigen Vereinbarungen zum Verfahrensgang für diesen Antrag machen es zwingend notwendig, dass der Ausschuss heute hier zu einer Entscheidung kommt. Ich glaube, wir können zusätzliche Maßnahmen und eine Konkretisierung in unserer Strategie gegen Corona nicht weiter aufschieben und sollten deswegen heute hier unbedingt entscheiden. So, gibt es jetzt vorab weitere Meldungen? Sonst würde ich jetzt wirklich mal dann die Geschäftsordnungsanträge zu Beginn mal dann abarbeiten, damit wir dann wissen, wie das weitere Verfahren aussieht. Und ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann stelle ich zunächst den Antrag von Herrn Schmelich als Grundlage der Verhandlung und als Abstimmungsgrundlage. Herr Oberbürgermeister, ich gehe davon aus, Sie wissen, was Sie tun, aber es wäre ja vielleicht sinnvoll, zunächst erstmal die weitergehenden Anträge zu behandeln und sich dann entsprechend vorzuarbeiten, damit man weiß sozusagen, wie ist heute der Gang der Dinge. Das wäre aus meiner Sicht sachgerecht. Auch wenn wir eine Hebung machen, sind wir dennoch gehalten, ein Votum abzugeben. Und genau für diese Grundlage wollte ich jetzt die Basis herstellen, in welcher Reihenfolge das und es war auch die Antragsreihenfolge der Geschäftsordnungsanträge. Und das würde ich jetzt einfach so agieren wollen. Herr Schwalbach. Da möchte ich Sie freundlich auf Folgendes aufmerksam machen. Wir wollen ja konstruktiv in dieser wichtigen Sache vorankommen und möglichst auch zu Lösungen kommen. Daran sind wir alle interessiert. Aber man muss natürlich auch ordnungsgemäß die Sachen abhandeln. Und wir haben hier heute einen Ausschuss und der ist zu einem ganz bestimmten Antrag geladen, nämlich zu dem Antrag A0242 aus 21. Zum Gegenstand Coronavirus weiter eindämmen, Niedriginzidenzstrategie für Dresden. Das ist der Verhandlungsgegenstand, zu dem heute hier geladen ist. Und die Grundlage aller Diskussionen und Beratungen und auch einer eventuellen Beschlussfassung ist nichts anderes als dieser Antrag. Dazu können dann Änderungsanträge gestellt werden und Ersetzungsanträge. Die liegen ja auch umfangreich vor. So, mit denen werden wir uns im Rahmen der Sitzung auseinandersetzen. Aber Verhandlungsgegenstand ist der von mir genannte Antrag. Darauf möchte ich Sie einfach aufmerksam machen. Nicht, dass wir dann sozusagen im Anschluss wieder in unnötige Auseinandersetzungen geraten. Das sollten, Herr Schmelich, benehmen Sie sich nicht wieder so flegelhaft und brüllen Sie hier durch den Raum. Das gehört sich nicht, das ist ungehörig. Ich mache gerade den Oberbürgermeister einfach aufmerksam. Trage meine Sicht der Dinge vor und das sollten wir hier nicht herumpöbeln. Das ist ja auch gar nicht strittig gewesen, dass wir heute diesen Tagesordnungspunkt geladen haben und uns ausschließlich über diesen Tagesordnungspunkt und beschäftigen werden. Und zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es eine Reihe von Änderungs- und Ersetzungsanträgen und das ist Gegenstand der heutigen Behandlung. Nein, nein, überhaupt nicht. Er hat gesagt, als Behandlungsgrundlage soll dann der Ersetzungsantrag, den der Oberbürgermeister zu diesem Verhandlungsgegenstand gestellt hat und der ja aufnimmt, und das, was der Oberbürgermeister in der Stadtratssitzung zugesagt hat, dass wir uns anschauen, was ist rechtlich zulässig von den Anträgen, was da ist, die er auch sehr kurzfristig erreicht hat und daraus einen entsprechenden Aufarbeitung für dieses Gremium machen, damit es entsprechend verhandlungsfähig ist. Und das ist passiert. Das ist Ihnen ausgereicht worden zu diesem, genau zu diesem Gegenstand, wo geladen ist, zu dieser Vorlage und nichts anderes. Das ist so. Also, es war beantragt, jetzt kommen wir zurück, wir können das noch eine Weile plänkeln, dann kommen wir nicht zu Ihnen halten, wir können ein bisschen uns in den Formalien aufhalten. Also, wer als Behandlungsgrundlage dann für die weiteren Diskussionen und für potenzielle Änderungsanträge der Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gegenstimmen, 2 und Stimmenthaltungen, 2. Damit, 3, also Entschuldigung, habe ich dann, Entschuldigung, habe ich dann nicht ganz deutlich gesehen, dann sind es wie viel? 4. Gut. Wäre trotzdem ersteres eine Mehrheit. Dann kommen wir zu dem Punkt für diesen ganzen Gegenstand heute, dass keine abschließende Behandlung hier stattfindet, sondern eine Hebung in den Stadtrat. Dafür sind ein Mindestquorum von 4 Stadträtinnen und Stadträte notwendig, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und deswegen frage ich, wer diesem Antrag von Frau Walter folgen möchte und bitte da um Signalisierung. 3, 6, das ist damit ein notwendiges Quorum erfolgt. Also wird heute hier zu diesem Thema ein federführendes Votum abgegeben werden. Wir sehen uns dann in 2 Wochen im Stadtrat zur Abstimmung. Ob das dann, was wir heute empfehlen, dann noch aktuell ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Bitte schön. Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Soweit das. Erstens sehe ich das ja richtig, dass dann dieser Ausschuss heute nicht mehr öffentlich tagt, was ich für eine Katastrophe halte, weil es wirklich ja gerade das Anliegen war, hier mal öffentlich zu debattieren. Und zweitens, angesichts der aktuellen Situation hier für eine weitere Verzögerung zu sorgen, ist absolut unentschuldbar. So, aber die Entscheidung ist so gefallen. Und damit sind wir in einem vorbereitenden Ausschuss und der tagt dann nicht öffentlich. Und das bedeutet, die Teilhabe der Kollegen im Livestream können wir damit beenden. Herr Weller, Sie haben früheren Feierabend, als Sie dachten. Wir setzen dann die weitere Behandlung dieser Sitzung nicht öffentlich fort. Das machen wir sofort.